Hallo und ein herzliches Willkommen an alle treuen und neuen Fans der Serie, dieses Spiels und von meinem Kanal. Heute zum ersten Mal in diesem Jahr machen wir weiter mit The Land of the Vikings. Oder Land of the Vikings, so ist es richtig. Und es gab einen neuen Patch, 0.7.1, der zwar nur ein paar kleine Veränderungen bringt, aber trotzdem zeigt, dass die Entwickler immer fleißig dran sind, uns mit Content zu versorgen. Also die größten Änderungen sind, dass die Stein, also den Abbau des Steins, die Rate um 25% gehoben wurde. Und es gibt jetzt auch in der Zeitbeschleunigung einen weiteren Button, die Zehnfachbeschleunigung. Na, wumm. Und die Ausbewegung. Aber ihr wisst ja, ich gehe nicht, also an und für sich gehe ich nicht höher als zwei. Aha, die Vierfache gibt es nicht mehr. Es gibt zwei, sechs und zehn. Ah, okay. Interessant. Es wurden ein paar neue Events eingefügt. Also, dass wir jetzt mehr als nur den verschwundenen Dolch haben, obwohl der ja auch schon zwei oder drei Varianten verschiedene hat. Und es wurde ein Bug behoben, dass Dorfbewohner in der Taverne gestorben sind. Also haben sie zu Tode gesoffen quasi. Hatte ich ja selbst noch nicht. Habe ich ja, glaube ich, auch in dem Spielstand noch nicht mal freigeschaltet, die Taverne. Ja, kommt erst noch. So, und jetzt machen wir frisch und munter weiter in diesem Jahr bei unserem Spielstand. Wie gesagt, durch das kleine Update oder kleine Update, durch das vorgeschobene Defense Update vor Weihnachten ist es ja möglich, den Spielstand jetzt weiterzuführen. Solange sich jetzt nicht eine 1 vor die 7 stellt. Und der Titel in die Vollversion geht, müsste das eigentlich jetzt jede Änderung, also müsste der Spielstand zu jeder Änderung kompatibel bleiben. Okay. Starten mal gleich im neuen Jahr mit alten Gewohnheiten. Bäume fällen. Immer schon fleißig Bäume fällen. Wir haben noch Winter, eine kurze Periode. Ui, ja, wir haben kein Feuerholz mehr. Okay. Das heißt, im kommenden Jahr sollten wir definitiv mehr als die 300 Feuerholz einlagern. Obwohl, ich habe ja eigentlich schon mehrere Feuerholzproduktionsstätten. Das müsste sich ja dann summieren. Hier habe ich schon 350. Naja, da müssen wir dann auf den Lagerbestand schauen, dass hier definitiv mehr wie 300 drin ist. Dann müsste das schon passen. So, wir haben doch, wenn ich mich recht erinnere, Krieger ausgebildet. Die sehe ich, wo sehe ich denn jetzt? Wo ist jetzt? Schwierig. Schwierig bis gar nicht möglich, jetzt rauszufinden auf einen Blick, wie viele Truppen das wir haben. Es ist im ja, es ist hier möglich. Nein. Hier. Aber das ist die einzige Möglichkeit. Das ist ja auch doof. Ich glaube, dass wir mehr als 10 Leute haben. Hier gehen halt nur 10 drauf. Na gut, ein zweites Schiff haben wir ja noch keins.
Aber wir haben mal genug für eine Kuh. Was wir nicht haben, ist Essen. So. Dann müssen wir jetzt mal zur Notschlachtung. Kann ich es machen? Hühner. Schlachtet die Hühner. Okay, der Bug wurde definitiv behoben. Habe ich halt gemerkt, wenn ich jetzt in die Pause gehe und rausgehe, springt er nicht mehr auf die zweithöchste Geschwindigkeit. Wahrscheinlich wurde das gefixt mit der zusätzlichen Einstellung. Finde ich auch sehr nice. Dadurch, weil ich dann auch das Gefühl habe, dass wenn ich einen Bug melde, dass sich dann auch was tut. Finde ich cool. Finde ich gut. So. Mach mal den hier weg. Die auch. Lass nur stehen. Wir leben das Dorf.91 Arbeiter. Hier aufteilen. Steine, Steinmine. Können wir ein paar Leute, glaube ich, mal die Ruhephase schicken. Wie schaut es hier aus? Kohle. Kohle geht gut. Vorerst haben wir Steinmine, nicht Steineisen. Ja, da könnten wir auch ein paar Leute sich ausrasten lassen. So, na dann warten wir mal ab auf den Frühling. Schaut hier mit den Booten aus? Uiuiui, gar nicht gut. Also mittlerweile wäre ich ja schon fast dafür, dass wir noch eine Mühle bauen. Ich kann definitiv mehr. Definitiv. Wir haben nur zwei, also wir haben gar kein Brot. Hier wird es hier nicht ausgehen, das ist jetzt zu knapp, denke ich. Müsste ich ein Haus versetzen. Könnte sich hier ausgehen. Okay, also aus der Vierfachgeschwindigkeit wurde jetzt die Sechsfachgeschwindigkeit. Da haben wir schon ein neues Event. A grave field with silver was found. Also eine Grabstätte mit Silber. While digging for construction, the villagers noticed that something hit their shovel. When they looked carefully, they realized that this was grave fuel of silver. It would be best to leave it, leave the staff as it is, so as not to
incurred wrath of the goddess, of the gods. Yes, take all note. Don't touch the grave and cancel the construction. Do not touch the grave, but keep building. I hope we don't get the wrath of the goddess. Finish the Ja, welche Konstruktion? Eine gute Frage. What the heck? Jetzt ist irgendwas zusammengebrochen. Ich habe ja noch nichts gebaut jetzt, oder? Wie? Oder was? Was war das? Ist nicht ersichtlich. Nicht ersichtlich. Aber ja. Machen wir es nochmal. Die Windmühle hierher und ich werde hier dann noch ein paar Felder anlegen. Ja, verkaufen, also kaufen. Ein Fisch. Give me all what you have. Sehr gut. Wie schaut es mit Bier aus? Bier haben wir wieder reichlich. Weil es hapert momentan wirklich an der Nahrung. Ja, mittlerweile wird schon Zeit. Ich finde das auch wichtig, klasse, man sieht hier durch die Spuren im Schnee, wo die Leute gern laufen und dann könnte man ja auch hier den Weg optimieren. Und jetzt kann ich ja auch bis zur Mauer bauen. Das wäre ja nicht das Problem. So, der Frühling ist im Amarsch. Ja, what the heck, haben die das Boot nicht repariert? Habe ich nicht die Reparatur eingeleitet? Ah, mein Fehler. Ja klar, dass die Fischer dann weniger fischen können. So, denen fehlt es an Leder, ja, ist klar. Kein Futter heißt zumeist auch kein Leder. Nein, Leder hätten wir sogar. Was wollen die hier produzieren? Gar nichts. Okay. Dann machen wir mal... ein bisschen leichte Rüstung. Und ein bisschen schwere Rüstung. Könnt ihr auch wieder was arbeiten? Sehr schön.
Ziegel brauchen wir gerade nicht. Am Stein hapert's. Der Frühling ist gekommen. Darum habe ich die hier gebaut, dass die hier auch arbeiten. Also angesiedelt. Darum habe ich die hier auch angesiedelt. So, die haben aber jetzt hier immer noch nicht ihr eigenes Essenslager. Aber vorerst. Okay. Ja, die 40 Steine auch. Aber jetzt haben wir es doch zweifache Geschwindigkeit. Ich gehe in die Pause, ich gehe raus, dann hält das. Ich gehe in die Pause, Pause, raus, geht. Aber wenn ich dann irgendwas in der Pause mache und rausgehe, na. Vorhin sind wir jetzt zweimal aufs Zehnfach gesprungen. Hauptsache es funktioniert. Alles andere muss nur funktionieren. Der Frühling ist da. Ja, aber ich habe nicht genug Nahrung, um irgendwie auch nur jemanden irgendwo hinzuschicken.
Das finde ich so schade, dass ich hier nicht eine Brücke drüber setzen kann. Dann würde ich hier auch die Bäume ab, also fällen, aber hier so übertragen. Ist mir der Weg zu weit. So. Ich werde die General Huts auch besetzen. So, mal die Leute grob eingeteilt. Ja, ich weiß, ihr seid unzufrieden, weil wir nichts zum Futtern haben. Ich weiß. Mit aller Schlachten, was wir hier haben. Notschlachtung. Natürlich könnten wir auch noch einen Fischer bauen. Wir brauchen jetzt immens viel Holz. Okay, jetzt haben wir hier 216 drin. Erhöhen. Ah ja, genau, das passt sich ja überall gleich an. Braucht man nur bei einer Station ändern und dann laufen die alle gleich mit. Hier meine eigene Gebetsstätte. Schaut richtig nice aus, schaut aus wie vom Spiel hingesetzt. Schön gebaut. Okay, langsam nimmt die Nahrung wieder zu. So, hier wird es noch ein Boot konstruieren. Das Futter steigt langsam, aber doch. Leute. Ja, in diesem Durchgang wollte ich ja das Wachstum etwas in Grenzen halten. Aber dafür mehr Klasse als Masse. Gespannt haben wir jetzt schon. Ja, Kamera läuft. Okay. Na, machen wir noch leichte Rüstung auch dazu, aber ich möchte dann auch die schwere Rüstung haben. Of Armor. Heavy Armor Warriors can be trained. Und hier haben wir Defense Building and Decorations gives more defense points.
Ja, wir machen ja für die Zukunft, ne? Wenn ich jetzt mit dem Spielstand in das Update übergehen würde, ist es auch schwer zu sagen, wie es sich verhalten wird, wenn man von Anfang an spielt. Denn ich habe jetzt hier nicht allzu viel Wert auf die Defense gelegt. Aber wenn das dann so gedacht ist, dass sobald man hier den Kriegshafen hat, dass man auch ab dem Moment angegriffen werden kann, sollte man vom Start weg anders bauen, sage ich mal. Ich habe ja auch noch nicht wirklich viel. Wir aufbauen hier. Die Wachen. Das finde ich cool. Aber die Wache steht mir hier, oder besser gesagt, das Licht richtig weg. Okay. Geht so nicht, geht so nicht. Die Tiere werden wir in die Range aufnehmen. Ich sehe noch keine. Okay, doch hier haben wir jetzt zwei drin. Okay, hier auch zwei. Die Wache ist weg. Das Teil umsetzen. Oh mein Gott. Okay. Die Deko etwas anders machen. Verzierungen sind richtig nice. Was? Ich bin in der Pause, wer arbeitet da?
wir produzieren einfach zu wenig Nahrung. Cool. Also die Art und Weise hier Felder zu bauen ist wirklich nice. Schon wieder weg. Das gibt's ja nicht. Ich gehe jetzt in die Pause.
Okay, jetzt kommt wieder Brot rein. Sehr schön. Leute, da ist jemand gestorben. Ich werde dann aber jetzt wieder ein paar Häuser bauen. Warum nicht? Oh, 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 oh. Katastrophensound, Katastrophensound. Was passiert? Erdbeben? Ich schätze auf Erdbeben. Haltet euch fest. Feuer, Feuer. Ein Feuer hier. Aber, also, für gewöhnlich habe ich ja überall Brunnen. Nicht überall, da schau her. Nicht überall, das ist gleich mal gefährlich. Feuer verzehrt unsere Häuser.
So, meine Lieben, das war's dann für die Folge, mit der Folge für heute. Und ich sag mal Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Stream oder Video zu diesem Titel. Wann das nächste Update kommt, weiß ich nicht, aber wir haben jetzt noch ein bisschen was zu tun. Dann können wir sich schon schön langsam darauf vorbereiten. Bis zum nächsten Mal.